Hallo liebe Freunde des Habichtswalder Haufens, hier ist wieder euer Rudolf von Heckenrhein mit einem neuen Video. Heute geht es um die Herstellung von Schinken, in diesem speziellen Fall Wildschweinschinken. Hier drüben nochmal der Hinweis auf meine Internetseite und die E-Mail-Adresse. Auf der anderen Seite sehen wir die Rezeptzutaten an Gewürzen, die für den Schinken benötigt werden. Ihr könnt mit den Gewürzen variieren, das richtet sich nach eurem Geschmack. Was bleiben soll, ist das Hökelsalz. Das ist wichtig für den Reifungsprozess, für die Haltbarmachung. Und wir fangen mal an. Ich habe hier einen Topf mit meiner Gewürzmischung, die ich selbst hergestellt habe. Das Fleisch gewaschen und abgetrocknet. Ich mache das mal hier in die Schüssel. Und dann wird das kräftig von allen Seiten mit dem Gewürz bestreut und schön eingerieben, dass es überall hinkommt, das Gewürz. So, vielleicht drehen wir das Ganze mal. Schön gleichmäßig einreiben. Ihr könnt zur Schinkenherstellung auch anderes Fleisch benutzen, vom normalen Hausschwein, vom Rind, vom Schaf, von der Ziege, ganz wie euer Geschmack ist. So, schön einarbeiten die Gewürze, dass alles gleichmäßig am Fleisch haftet. Wenn wir jetzt fertig sind, ein kleiner Trick, der gar nicht so mittelalterlich ist. So. Jetzt gehen wir so über zum sogenannten Trockenpökelverfahren. Früher legte man die Fleischstücke an einen Bottich, wo eine Pökellake drin war, komplett. Die mussten dann mit Steinen beschwert werden, dass sie komplett untergetaucht waren. Man musste sie auch täglich drehen. Wir haben hier das Trockenpökelverfahren. Das heißt, wir nehmen jetzt das Fleisch, stecken es, so wie es ist, in die Gefriertüte. Werfen die restlichen Gewürze hinterher. Und jetzt wird die Luft rausgesaugt. So. Den Clip verschließen. Das Ganze kommt jetzt, so wie es ist, für 4 Wochen in den Kühlschrank. Wird täglich gedreht und leicht durchgeknetet. Wir sehen uns dann wieder in 4 Wochen zum zweiten Teil des Videos. Auf Wiedersehen!